ganz sauberer Double Cork mit Mute. Double Cork, Octocork, ein Cork mit einem Mute Airtweak. Cockblock. What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Steep X Games. Wir sind wieder zurück hier mit dem Freestyle Skiing, quasi mit der allerersten Challenge, die wir bekommen haben in diesem DLC. Und wir müssen immer noch den zweiten Lauf absolvieren und brauchen da jetzt sage und schreibe 35.000 holy fucking moly Punkte. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen, denke ich. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ey. Ein Rodeo mit einem kleinen Mute. So, als guck mal extra. Hier, das war doch. Flüssig schnell auf Flat Rail, gemeistert. Wirklich optimaler Grind. Ein schicker Backflip mit einem Nose Grab. Alter, direkter ohne Witz, ne? Übergang zum Nose Press. Ansatzlos weiter mit dem Grind. 7000 Punkte, nice. Nice, nice, nice. Flüssig aufs Down Flat Rail, super. So muss ein Frontflip super mit Nose Grab aussehen. Ja, muss er so aussehen, ich weiß nicht. Vorbildlicher 540, oh. Um den anderen Teilnehmern zu zeigen, was sie hier erwartet. Boah, ich schaffe mir das gerade. Flat Rail, in den Rodeo und dann der Nose Grab als stylischer Abschluss. Und direkt weiter zum sauberen Grind. Ohohoho. Ein fast perfekter 360. Boah, das war jetzt schon hoch gepokert, sag ich mal. Das hätte jetzt auch verdammt schief gehen können, genau ansatzlos wie der hier. Los weiter mit dem Grind. Wir brauchen 35.000 Punkte, ne? Kann das sein? Das und läuft. Ey, das läuft. Ein solange wir uns jetzt nicht maulen, kann auch eigentlich nichts mehr schief gehen. Das hat doch Stil. Ein 35.000. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Jetzt bringen wir uns natürlich auch noch nach Hause. Übergang zum Kork mit einem perfekten Nose Grab. Boah, Goldmedaille, geil. Mal sehen, ob dabei auch was rauskommt. Ach so. Und man darf natürlich nur insgesamt 40 Tricks machen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber schon wichtig. Sehr schön. Und dann zurückwärts ins Ziel fahren, weil like a boss. Für die Goldmedaille hier im Slopestyle bei den X-Games. Sehr schön. 40.000 Punkte, das heißt, wir haben 71 insgesamt. Medaillenzeremonie. Leute, darauf erstmal einen Schluck Tee. Sieht man jetzt hier nochmal den kompletten Rückblick? Ich will doch eigentlich nur Siegerehrung. Ich will Geld. Für meine Medaille. Moment, sehen wir jetzt alles nochmal? Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Ich kann es nicht fassen, was hier gerade passiert. Wir sehen doch jetzt nicht noch meinen ganzen Lauf nochmal. Ich will doch einfach nur Siegerehrung sehen. Toll. Hat nicht funktioniert. Super. Mega geil. Okay, wir machen direkt weiter mit der nächsten Challenge. Was haben wir eigentlich schon wieder für ein komisches Outfit an? Ich hatte hier was anderes ausgepackt, aber egal. X-Games. Also, das war jetzt hier X-Games Slopestyle. Jetzt gehen wir zu X-Games Big Air. Das heißt wahrscheinlich ein Sprung. Ich weiß es aber nicht. Gott. Wir haben hier eine der Medaillenhoffnungen beim Big Air vor uns. Mal sehen, wie der erste Durchgang läuft. Also, so wie ich sehe, ein Sprung, oder? Da steckt Power dahinter. Unglaublicher Quad-Cork Mute. 1900, ich glaube, das war nicht so geil. Der Big Air der X-Games könnte tatsächlich wahr werden. Lassen wir uns überraschen. Hervorragender erster Sprung beim Big Air. Ey, doch, war perfekt. Sein, ob der zweite genauso gut wird. Wie viele Punkte brauchen wir? 1500, okay, das schaffen wir. Also einfach nochmal so ein Ding hinlegen wie gerade und dann läuft es schon. Ganz wichtig ist halt hier vor allem einfach die Landung. Dass man die nicht versemmelt. Aber einfach schon wieder genauso viele Punkte, nice. Damit ist die Big Air so. Ja, das war jetzt nicht so schwer, ne? So, jetzt will ich hier zur Medaillenzeremonie. Und jetzt zeigt mir doch nicht nochmal den Sprung. Oder ist das schon die Medaillenzeremonie? Das unten jetzt steht Gold. Hier ist ein goldenes Symbol. Das ist deine Medaille. Ich will hier sehen, wie Champagner fließt und den Scheiß. Na gut. Okay. Weiter geht's. X-Games. Ich will hier rein, Leute. Ich will hier rein. So, X-Games Superpipe. Das klingt. Achso, Moment, hier kommen jetzt immer noch mehr dazu. Kann das sein? Das öffnet sich erst langsam. Das sind noch nicht alle Challenges, die man machen kann. Das geht so. Das ist so sequenziell, wie der Franzose sagen würde. Soll ja eine straffe Vorbereitung auf die X-Games gewesen sein. Halfpipe, okay. Mal sehen, ob sich der ganze harte Einsatz heute auszahlt. Also, es stand. Der erste Platz hat 4200 Punkte. Ganz sauberer Double Cork mit Mute.
Double Cock, Octo Cock, ein Cock mit einem Cock, Mute Air Tweak. Cock Block. Das hat Stil. Ein gewaltiger Double Cock mit einem Mute. Was hat der? 4200? Ein Double Backflip mit einem Mute. Das hat ich brauche erstmal hier. 900 mit Mute. So muss ein Sprung aussehen. Ach so, Moment, ich habe auch. Was für ein Flug. Ein erstklassiger 1260 mit Japan. Ach, 10 ist die Punkte gar nicht mehr, oder die was? Die Punktrichter wollen Abwechslung im Lauf Ach so. Sehen. Aber das kriegen wir hier nicht geboten. Ach, shit. Moment, man hat... Wie viele Tricks hat man hier? Das ist jetzt gerade mal die Hälfte. Was zur Hölle? Wie hat er das gemacht? Der hat doch gecheatet. Der hat doch gedopt. 4200. Okay, ich mache mal direkt den zweiten Lauf. Ich will jetzt hier nicht nochmal von vorne anfangen. Man hat 6 Tricks insgesamt. Okay. Triple Rodeo mit Nose Grab. Das gefällt mir, den Kampfrichtern und den Zuschauern auch. Ja, ich komme jetzt nicht mehr so hoch. Weil ich verkackt habe. Mit Karacho zum 1080 mit Japan. Ja, und das Problem ist echt, wenn man hier einmal Speed verliert, ne? Wenn man einmal Speed verliert. Aber immerhin trotzdem mehr Punkte als gerade. Ich wundere mich so ein bisschen. Obwohl wir jetzt eigentlich krass verkackt haben. Bronzemedaille. Ja, Bronzemedaille ist natürlich eigentlich ein Schlag ins Gesicht, ne? Das kann man nicht anders sagen. Es ist angerichtet. Müssen wir nochmal machen. Der X-Games. Müssen wir nochmal machen. Ich kann es kaum erwarten, führt nichts dran vorbei. Durchgang zu sehen. Brauchen wir jetzt halt auch nicht so stressen hier, ne? Ein super cooler Triple Rodeo mit Mute. 900 mit Mute. So muss ein Sprung aussehen. Autsch. Also nein, verdammt. Einfach Pech. Aber ich glaube, so von den Punkten her waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Komm, John. Komm, streng dich an, Baby. Führ mich zum auf Schotter. Wow, beeindruckend. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Einmalig. Boah, der Sprecher, ne? Holy auf shit, der muss auf jeden Fall mal raus. Ein fetter Double Rodeo. Oh, das war, glaube ich, ganz nice. Ein 900 aufgepeppt mit einem Safety. Auf die linke Wand. Zum exquisiten Double Cork noch einen stylischen Mute als Topping. Okay, 3500 ist immer noch nicht die Goldmedaille. Oder zumindest noch nicht Goldmedaille-Material. Ich bin gespannt, was wir im nächsten Lauf der X-Games zu sehen bekommen. Hervorragender erster Durchgang in der Supercup. Verdammt. Der Erfolg ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Wie viel bräuchten wir jetzt? Wir bräuchten über 4000. 4700. Aber den anderen... Achso, für den anderen bräuchten wir jetzt auch nochmal 4000. Für Silber bräuchten wir jetzt 4000 Punkte. Alter Vater, ey. Jetzt mal ohne Witz. Wir müssen einfach mal riskieren. Auf die ein starker Triple Rodeo mit Mute. Oh, das war super, super unsmart. Ein mitreißender Triple Cork mit Mute. Der Hammer. Ein spektakulärer Triple Backflip mit Mute. Und als Sahnehäubchen zum perfekten 900 gibt's noch ein... Oh je. Nein, und genau das habe ich geahnt. Für einen gewaltigen Punktabzug geben. Genau das habe ich geahnt. Verdammig und verteufelt seist du. Mit Schwung auf Platz 3 zur Bronzemedaille gefahren. Starke Leistung. Darauf kann es ärgert mich. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin verärgert. Ich bin sehr ich probier's noch einmal. Komm. Komm, Baby. Komm. Und ich mache auch immer viel zu schnell. Ich brauche doch eigentlich gar nicht so schnell hier. Auf die linke Wand. Ja, okay, direkt nochmal. Komm, laber mich nicht voll, Alter, direkt nochmal. Ein Triple Cork mit einem perfekten Japan. Die großen Tricks bedeuten auch immer ein hohes Risiko. Aber genau das bringt die Menge hier bei den X-Games zum Jubeln. 900 mit Mute. So muss ein Sprung aussehen. Hohoho, das war nice. Triple Rodeo mit Mute. Und zum Kork noch ein Mute als Zugabe. Oh, Moment. Habe ich jetzt verloren? Zweiten Durchgang den Turbo zu zünden. Andernfalls rückt das Podium in weite Ferne. Did not finish, ey. Jetzt mal ohne Scheiße. Ich hatte 3700 Punkte. Ich war an der Spitze. Okay, komm. Jetzt aber. Das war übrigens ziemlich gut. Also 3700... Ja, man muss halt wirklich viel riskieren. Sich das nicht zu stark, so wie der Sprecher schon sagt, man muss viel riskieren. Rüber zur Halfpipe. Ein mitreißender Triple Cork Japan. Ja, und jetzt habe ich schon wieder Speed verloren, ey. 1440 mit Japan.
Das war abgefahren. Nee. Nein. Mit Newt. So muss ein Sprung aussehen. Man muss einfach, man darf halt diese Kurve aus der Pipe, wenn man da rauskommt, wenn man quasi wieder runterkommt. Der stylische Mute bringt diesen 720 auf ein ganz. Wenn man die Kurve zu Level steil nimmt, oder auch meinetwegen aus Versehen zu steil nimmt, dann verliert man einfach so viel Steep. Mute. Oh Gott. Bin schon wieder im Fieber. Oh, das wird doch schon wieder nix. Oh, John, was hast du getan? Wahnsinns-Skills beim Double Cork mit Japan. Man muss richtig. Oh, boah, ich könnte Steep Coach werden. Man muss richtig rauskommen. So diese ungeraden Dinger, wo man dann direkt wieder auf 0,5 km/h runterbremsen muss. Voll konzentriert, so muss es aussehen. Einfach so muss es aussehen. Ein legendärer Lauf. Willkommen bei den X-Games, Leute. Ein 900 gekrönt mit einem Mute Grab. Hoher Double Front Flip Tail Grab. Wir standen, als wäre es nichts. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, wie diese technisch ganzen Punkte hier zusammenkommen. Ein Double Cork mit Japan. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ansonsten gehen wir uns erstmal mit der Bronzemedaille zufrieden, würde ich sagen. Oh, das war für den Anfang. 900 mit Japan. So sieht ein perfekter Sprung aus. Der Japan als Krönung zum Double Rodeo. Mann, jetzt gib mir doch mal dreifach Multiplikator, ey. Was soll denn der Shit? Das ist mal ein flüssiger Lauf. Jetzt habe ich schon wieder keine Tricks mehr über. Einmal noch. Letzter Versuch. Finaler Versuch. Nie wieder danach ein Versuch. Komm. Haben doch schon wieder keine Zeit mehr. Ich muss doch schon wieder aufhören hier. Auf die linke Wand. Triple Rodeo mit Mute. Schick. Wie zur Hölle sehr haben wir das überlebt? 40 mit Japan. Oh, das so ist er, Leute. Ein mitreißender Triple Cork mit Mute. Das ist er. Und als Sahnehäubchen zum perfekten 900 gibt's noch einen richtig fetten Japan. Das ist er. Scheiße. Das fing so. Okay, Leute, wir machen Schluss. So, Leute, wir machen jetzt erstmal ein kurzes Cut. Ein sehr kurzes Cut für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Mittag. Mehr sehen wir dort von Steep X Games. Gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.